Naja, komm mal. Javin, genau. Jester tiltet mich jetzt. Ja, du bist der Ritter der Liebe, Kiria. Genau. Ich will das irgendwie nicht. Ja gut. Ohne eigene Flügel. Karin nur rumspielen. Ha, ha, ha. Und sie ist schon wieder zu spät. Sag sie wenigstens Hi zu Kiria. Warum ist die hier eigentlich immer zu spät? Wofür? Ha? Diesmal bemerkt sie es also. Was soll diese Musik jetzt, hä? Aber schön, dass sie hierher gefunden hat, ne? Ich meine, die Musik ist etwas traurig, also entweder wird jetzt was Trauriges passieren oder es ist einfach nur so, weil es aus Kirias Sicht gerade etwas traurig ist. What? Wenn sie ein bisschen später gekommen wäre, wüsste Kiria nicht, ob sie noch leben würde. Da fuck? Ja, natürlich ist irgendwas falsch. Kiri benimmt sich komisch, ja, das sowieso. Schon die ganze Zeit. Ich meine, Liebe, ne? Liebe blendet Leute. Da kann schon mal was los sein. Ne, so tief innen drin. Und natürlich will Kiri jetzt eine Erklärung dafür haben, warum sie ihre Follower-Nummer erhöht. Und für sie ist das trivial und hat kein Problem. Aber für Kiria ist das ein großes, großes Problem. Dann am Ende denkt sie nur, sie wäre nicht gut genug für die Prinzessin. Nicht gut genug dafür, ihr einziger Ritter zu sein. Fun Fact: Im Prinzip ist sie immer noch der einzige Ritter von ihr. Weil alle anderen Leute sind einfach nur. Ha, ich habe eine hohe Followerzahl, ich bin jetzt Ego ganz groß und so. Daran hat sich ja nichts geändert bei ihr. Und wenn das so ist, dann wird Kirill jetzt alle vernichten. Alle vier. Mit sich selbst. Wie sie zittert. Since when did you call all yandere on me? Ah, das ist gut. Das ist gut. Huch. Was? Okay, das ist gerade komisch. Egal. Ja, keine Ahnung. Seit dem ersten Follower vielleicht schon. Keine Ausreden. Kiri, es ist total ernst. Und jetzt geht das Geweine wieder los. Beruhig dich, Kiria. Beruhig dich. Ja, heute nicht mit den vier unterwegs. Die Frage ist, warum? Natürlich waren sie am Ende in andere Leute mehr interessiert, weil sie die Leute wahrscheinlich schon paar Jahre länger kennen. Und na, sie mag diese Leute nicht, ne? Für sie gibt es immer nur Leute, die sie mögen. Und zwar nur sie. Deswegen wird Kiria immer auf Platz 1 sein. Da mu muss sie sich keine Sorgen machen. Aber trotzdem. One was obsessed with a lonely tsundere. Another was too chuny. Also, ne? Das ist geil, irgendwie. Ja, mit der einen kann man nicht reden, die andere hat einen noch nicht mal bemerkt. Die andere wollte nur jagen gehen. Ich meine, die jagen gehen will, ist normal. MMO und so. Man will irgendwie farmen und irgendwas machen. Und nicht einfach nur mit Leuten chatten. Und sagen, oh, du bist so toll, du bist die Einzige, die ich sehe. All hail Black Cat Team! Und so ein Spaß. Ne?
Da gibt's nur Kiria, die das macht. Natürlich war das enttäuschend. Sie ist die Nummer 1, Kiria. Natürlich. Ja, schön, dass es dir jetzt auch fällt. Das muss man ja dir nur noch mal direkt ins Gesicht sagen. 300.000 Mal. Oh, jetzt kommen die Herzen. Alles easy. Man kann nicht ohne Kiria gehen. Oh mein Gott. Liebe und so. Und jetzt, ne? Hat sie es gesagt und dann ist sie... Wow. Ich werde nicht mehr. Also, Twists ohne Ende. Ne, das macht die Liebe mit einem. Man weiß nicht wohin. Geht man gerade geradeaus? Nein, in Wahrheit geht man links runter. Und in Wahrheit ist das doch geradeaus, wenn du dich einfach nur anders hinstellen würdest. Okay. So, natürlich schön zu sehen, dass Kiria wieder normal ist, ne? Ich würde das jetzt... Ja, ganz normal vielleicht nicht. Aber die Prinzessin, die ist nicht normal. Ich meine, sie streut Herzen aus. Das ist nicht normal. Ja, und natürlich wird sie weiterhin von Kiria beschützt. Das ist ganz normal. Gut. Kann ich mich selbst denn jetzt bitte im Grund und Boden tilten? Indem ich einfach mal... jetzt zu fucking Jester gehe. Ach, Gott, ey. Ich habe so das Gefühl, der Kampf wird eine halbe Stunde dauern. Eine halbe Stunde. Ich wette, der hat jetzt so eine Million Leben oder so. Eine Million. Ach. Na, ich muss aber sagen, ich mag die Waffe, die ich habe. Schön schwarz-lila. Nur Blanc hat, glaube ich, kein gutes Outfit dafür. Aber wisst ihr, was ich mache, bevor wir zu Jester gehen und ich mich in Grund und Boden tilten lasse? Ich werde noch einmal gucken, ob ich andere Kostüme habe, die ich ausrüsten würde für den letzten Kampf. Ah, okay. Accessoires gehen ein bisschen zu weit, weil Accessoires habe ich zu viele neue Sachen. Ich muss den ganzen Läden noch näher kaufen. Aber ne, nur mal so nebenbei, vielleicht kriegen wir andere Kostüme. Ich meine, davon sieht man ja auch nicht viel, aber es ist mal was anderes. Bitte hab nicht 100.000 Leben, bitte. 100.000 sage ich schon, 1 Million. Bitte hab 100.000 Leben. Customize. Siehst du, das ist schon mal viel besser. Was da so wirklich rot ist, keine Ahnung, ist mehr weiß. Also ist ja schon mal was anderes. So. Ja, ich glaube, das Schwarz ist schon relativ neu. Hm, dann nehmen wir das hier. Es war ein bisschen weiß drin, aber was soll's. Was soll's, ich habe ein paar Kostüme noch nicht gekauft. Das ist auch ein bisschen schade. Irgendwie ist das Blütending mehr, aber ich nehme das, weil es orange ist. Und schon haben wir alle bessere Sachen. Moment, ist das nicht dieselbe Farbe wie vorhin auch? Nee, ich glaube nicht. So, einmal so, auch wenn viel Force nicht viel bringt. Und ich eigentlich auch nur die ganze Zeit zaubern muss. Lass den Tilt beginnen. Aber sowas von. Aber ich muss sagen, er bekommt schon ein bisschen Break Damage. Problem bei diesen Break Damages, das ist halt jetzt nur noch so. Oder schon so, weil er halt stehen bleibt und nicht ständig sein Explosion-Damage macht. Ah, der Stormtrooper ist wieder in Action. Warte mal. Jester ein Stormtrooper? Wait, what? La 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 la. Schön 2-4 Damage, glaube ich, ja.
Ich habe ja genug Sache, um mich wieder zu beleben. Also ich kann in diesem letzten Kampf ruhig dreimal sterben. Nein, zweimal. Ich. Der Rest kann ruhig sterben. 15 Mal. Aber ich darf nur zweimal sterben. Ich habe nur zwei Philosopher's Stones. Oh, ist das schön, nachdem man herausgefunden hat, dass man einfach nur X spammen muss, indem man L1 gedrückt hat, bis er einen zu Boden tiltet. Grund und Boden. Ja, nicht treffen, weil er vor einem steht, genau. Das macht der Jester ja schon die ganze Zeit. Das macht der liebe Jester ja schon die ganze Zeit. So, meine Leiste ist zwar voll, aber ich benutze die erst gegen Ende. Eigentlich sollte ich sie jetzt benutzen. Aber im nächsten Guardbreak. Oder? Ne, dann kann ich sie auch gegen Ende benutzen. Ich glaube, der wird nämlich sogar noch stärker, die Kraft, je höher die Zahl ist, wenn ich es aktiviere, oder? Ne, es ging doch immer nur drei davon weg. Na egal. Beim nächsten Guardbreak. Weil ich will nämlich eigentlich eher den Finish Damage machen, weil sobald er damit anfängt, die scheiß Explosion zu machen. Oh. Ja. Kein Mana haben ist sehr schön. Sobald er nämlich damit anfängt, gehe ich nämlich weg. Und beim nächsten Guard Break kommt der Finisher Move. Das ist nämlich dann am meisten Damage, den ich machen kann. Und den will man ja auch, während man keine Chance hat. So, bitte, das trifft jetzt. So, nice. So, jetzt müsste er doch irgendwann bald mal damit anfangen. Leider. Ha! Hab's geahnt. Reicht das überhaupt aus, die Leute? Das sollte ausreichen. Oh, er fängt an. Die Hölle geht los. Na, im Prinzip brauche ich nur die Potion of Protection. Na? Jetzt ist er in der Phase, wo er eigentlich sowas spammen müsste. Sonst hätte sich die Musik nicht geändert. Aber schön, dass er kurz vor einem Guardbreak steht. Aber ich glaube nicht, dass wir ihn in dem Guardbreak finishen können. Au. Das sieht schlecht aus. Wenn er die Attacke nämlich macht, sollte ich nach links rennen. Und nicht nach hinten. Eben, das hätte mich ausgereicht. Jetzt habe ich keinen viel Force drauf, aber ich würde Damage, glaube ich, verspielen. Wenn ich es nicht machen würde. Wenn ich es machen würde. Von der Zeit her. Könnte treffen. Nö. Okay. Lass dich jetzt erstmal schön schlapp. Ja, alles gut, Jester. Alles gut. Das trifft leider. Das war close. Jetzt habe ich einfach eine Potion of Protection benutzt. Da musste ich noch nicht mal drauf sein. Egal. Ich habe ihr das Geld. Ja, lach dich wieder schlapp, Jester. Lach dich tot. Oh. Das war leider die falsche. Oh, come on. Oh, gecancelt. Sehr nice. Dafür kriege ich wieder aufs Maul. Alles gut. Ja komm, Guardbreak, no! Leute, weg von ihm. Höchste Alarmstufe. Das war allerdings auch wieder mal ein bisschen knapp. Oh. Ups, das wollt ihr nicht. Nehmen wir viel Force. Ja, riskiere ich es jetzt? Ja, ich riskiere es, wenn er jetzt anfängt. Okay, alles gut. Leider die Kombo nicht maximiert, deswegen stirbt er wahrscheinlich nicht. Oh, komm bitte! No! Wäre der Zauber ein bisschen früher gekommen. Nur ein bisschen. Ich kann nicht durchziehen, wenn er das jetzt wieder macht. Aber gut, dass er jetzt nicht explodieren will. Also die vorherige Jester-Version war in der Hinsicht etwas aggressiver. Aber sowas von aggressiver.
Und dann haben wir gleich schon den nächsten Guardbreak. Aber erstmal müssen wir hier weglaufen. Das darf ich nicht durchziehen. Der Guardbreak war noch etwas weit oben. Warum lachst du nicht? Jetzt im Ernst. Okay, viel Frost ist unnötig. Oh, haben wir es denn jetzt gleich geschafft? Oh, sehr nice. Und wehe Spiel, es gibt noch eine Quest. Hauptsache Level 107. Das gibt mir ein Cursed Jewel. Den Typen muss ich mehrmals besiegen. Ja, danke auch. Wird nie passieren. Von Jester habe ich genug. Wobei der jetzt noch angenehm war. Der war wirklich angenehm. Histoadol. Questmaster, ja, nice. Finally. So. Und jetzt die Trollrunde. Genau. Jetzt fehlt es noch, dass noch eine Trollrunde da sein muss. So. Jetzt fehlt nur noch die Platin-Trophäe und jeden Skill, ne? Wo ist denn die? Ja, ich muss nur noch jeden Skill von jedem Charakter machen. Und dann bin ich durch. Ja, ist das nice oder ist das nice?